So, wie angekündigt, gibt's jetzt den zweiten Teil meiner Autogrammkartensammlung aus der frühen Jugend und Kindheit. Natürlich auch wieder mit allerhand Hintergrundinfos, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Einen wunderschönen guten Tag. Toll, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Video über meine Autogrammkartensammlung. Ich habe wirklich als Kind Gott und die Welt angeschrieben und es war immer total aufregend, wenn ich aus der Schule kam und Post hatte. Meine Mutter hat sie mir immer auf die Treppe gelegt und so wusste ich schon direkt, ob etwas für mich angekommen war oder nicht. Diese Karten habe ich zum Glück aufgehoben und vor einigen Wochen im Keller wiedergefunden und daraus habe ich jetzt eine kleine Kombination für dieses Video zusammengestellt. Los geht's! Och ja, der wunderbare Dirk Bach. Von ihm habe ich sogar zwei Autogrammkarten, immer mit schöner Widmung. Einmal für einen meiner größten Fans, Paddy Grötz von Dirk Halbgott Bach. Und dann noch diese spätere Karte. Ich war damals wirklich großer Fan der Dirk Bach Show, die auf RTL lief. Obwohl es ein anderer Humor als RTL Samstagnacht war, hat mich seine Art auch echt angesprochen. Also Dirk Bach war wirklich ein toller Schauspieler und ich habe ihm die Rollen, in die er geschlüpft ist, einfach auch immer abgekauft. Er hat mir natürlich auch einen guten Preis gemacht. Sehr witzig. Aber im Ernst, Dirk Bach war einfach großartig. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich mich riesig gefreut habe, dass er in der damaligen Sat.1-Sendung Super zu Gast war. Ausgerechnet zu der Zeit, als ich bei der Produktionsfirma von Super, MME in Hamburg, ein Schulpraktikum absolvierte. So kam es dann, dass Dirk Bach am 25. September 1994 der erste prominente Interviewpartner meines Lebens geworden ist. Denn ich hatte damals in Hamburg meine Video 8-Kamera am Start und habe einfach ohne Sinn und Verstand meine ersten Interviews gedreht, wie man hier sehen kann. Ja, er läuft. Hallo, ich habe hier Dirk Bach, den großen Parodisten oder kleinen Parodisten. Wir haben gerade eine schöne Sendung zusammen gemacht. Ja, genau, wir haben zusammen. Und ja, Dirk Bach, großer Erfolg mit der Dirk Bach Show, mehrere Sketche immer in einer Show. Für unsere Zuschauer, der Aufbau der Shows waren immer ein paar Sketche. Jetzt drehst du ja eine Sitcom, habe ich eben da irgendwie den Begriff gehört. Ich blabber immer alles nach, was ja, ich höre. Sitcom. Ja, Sitcom. Das ist eigentlich eine Serie mit fortlaufender Handlung halt, aber eine komische. Also sowas, was Cosby und Roseanne im Amerikanischen, ja, und hört sich dann erstmal langweilig an, aber ist lustig. Ja, klar. Wird lustig. Ja. Okay. Und du warst ja jetzt Playmate des Monats im Playgirl. Nein, das war ich nicht. Ich war nur im Wiener. Ein Centerfold, aber... Da habe ich mit jemand verwechselt. Da habe ich mich... Mit etwas auch genauso prächtigem... Ja, Dirk Bach. Was um Himmels Willen hat einen so großen Künstler, kleinen Künstler, ist ja egal, Künstler bleibt ja, Künstler dazu bewogen in einer derart... ich wollte sagen, ja. Wie tief kann ein Mensch sinken, dass er in so einer Sendung wie Super auftritt? Ich meine, wenn man hier von Mensch reden kann. Liebes, nein, ich meine, ich war auch in der Heimatmelodie, also von daher, ich ja? bin da hart im Nehmen. Ah ja, also Sie sind tief gesunken, aber jetzt geht es ja wieder bergauf. Jetzt geht es wieder bergauf, ja. Ja, genau. So tief wie hier werden Sie wohl niemals mehr singen. Oh, das will ich jetzt nicht sagen. Wie das sagen eigentlich Sie? Ja, bist doch du, Dirk. Ich bin's. Diggi. Süßmops. Süßmops, genau. Süßmops und Doofmops. Ja, genau. Paddy und Diggi. Ah, Moment mal. Ja. Ah, das müssen wir natürlich live festhalten. Scheiße, Schiss gefilmt, Dirk. Ich hab nämlich... Ah, ja. Genau. Ja, hier. Da, das gucken wir. Kennt das noch? Oh ja! Das halten wir ja für unsere Freunde. Ui. Das habe ich mal geschrieben. Da kannte ich ihn aber noch nicht. Nein, jetzt kennt er mich. Das hat er mir geschrieben. Was hättest du denn drauf? Da habe ich geschrieben für einen meiner größten Fans. Den schwachsinnigsten Fragesteller. Oh, und Christiane. Hier ein Christiane Back. Da kannst du dich dran hochziehen oder so. Mich dran runterholen. Genau. Oh, jetzt hätte ich beide einen ganz... Nee, das lassen wir lieber. Willst du behalten? Ja, ich bring das jemand mit. Ja, genau. Aber es ist nur ununterschrieben. Das ist schlecht. Kann sie schreiben?
Seit wann können Barbie-Puppen schreiben? Schlechter Witz. Na gut. Gut. Das war's? Ja, das war's doch. Hauptsache, ich hab ihn mal irgendwo drauf. Ciao. Der wunderbare Dirk Bach verstarb ja leider, leider am 1. Oktober 2012. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.